Und jetzt ist auch schon der nächste Redner an Bord, Andreas Babler. Wir hören zu. Danke. Danke. Danke, liebe Genossinnen und Genossen, danke schön. Für mich ist es heute etwas ganz Besonderes, auf diesem Parteitag zu sein, um zum Parteivorsitzenden unserer stolzen Bewegung kandidieren zu dürfen. Aber ich weiß auch, dass es für uns alle, für euch alle, etwas ganz Besonderes ist. Uns alle bestimmt heute zwei Gefühle. Zum einen sind wir zu Recht betroffen über die Grabenkämpfe der letzten Wochen, über das Schauspiel der letzten Wochen, Monate und Jahre, die oftmals, wenn wir mit Genossinnen und Genossen und auch in der Öffentlichkeit darüber gesprochen haben, gar nicht mehr politisch, sondern vielmehr persönlich nur mehr zu begreifen waren und die massiv der Sozialdemokratie geschadet haben. Aber wir sind heute auch alle mit einem zweiten Gefühl hier, nämlich genau mit dem Wissen, wie notwendig es ist, heute hier wieder zusammenzufinden, liebe Genossinnen und Genossen, für den Aufbruch in eine neue Zeit. Und mir ist es auch ganz persönlich wichtig, noch was anzumerken. Wir bestimmen heute die neue Führung unserer Bewegung, aber wir verabschieden uns auch von unserer jetzigen Parteivorsitzenden. Und liebe Pam, auch wenn du heute nicht im Raum bist, danke für all die Jahre, die du uns geführt hast, auch durch schwierige Zeiten, auch mit all deiner Stärke und deinem Mut. Mein allergrößter Respekt vor dir, liebe Pam. In den letzten Wochen ist auch intern in den Gremien viel gesprochen worden über Verletzungen, über Verwundungen und all die Folgeschäden, die daraus entstanden sind. Und ich habe immer dazu festgehalten, ich bin nicht Teil dieser Verwundungen. Bin nicht verletzt, war nie Teil dieser Auseinandersetzungen und habe ganz bewusst außerhalb dieses Streits mit vielen von euch gemeinsam eine Entscheidung getroffen, mich zur Wahl zu stellen, um meinen aktivsten Beitrag zu leisten zur Wiedervereinigung der Sozialdemokratie. Und um genau das zu garantieren, liebe Genossinnen und Genossen, auf das es ankommt, nämlich sich rückzubesinnen, was die zwei Gründungsmomente unserer Sozialdemokratie waren und die uns zu dieser Stärke auch über die 130 Jahre geführt haben. Zu wissen, ganz bewusst, dass wir eine Mitgliederorganisation sind, dass die Menschen zusammengeschlossen haben, dass sie wissen, fünf Finger, das sind eine Faust, das Kinderfreundelied, das mich so stark geprägt hat, weil sie wissen, zusammen können wir mehr erreichen als jeder und jeder Einzelne von uns, auch wieder zurückzufinden. Wir sind eine Mitgliederorganisation aus Grund unseres Gründungsauftrages, gemeinsam um Rechte zu kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen, und gemeinsam stärker zu sein als jeder und jeder Einzelne von uns. Und das ist auch das, was meine eigene Kindheit bestimmt hat. Die Erfahrung in einem Großbetrieb, in der Semperit zu sein, in der Arbeiterfamilie eingebettet zu sein, dort starke rote Gewerkschaften zu haben, die unsere Bedingungen jeden Tag besser gemacht haben. 100% Organisierung in dem Betrieb. Und sie haben es geschafft, dass wir gute Lohnabschlüsse gehabt haben, dass wir eigene Krankenkasse auf höchstem Niveau gehabt haben für unsere Arbeiterfamilien, dass wir Freizeiteinrichtungen, dass wir Erholungseinrichtungen, ja sogar eigene Schwimmbad für uns Arbeiterfamilien gehabt haben, Erholungsheime, wo wir als Arbeiterfamilien einen Urlaub machen können. Da hat man gesehen, was wir für eine Kraft entwickeln können, wenn wir geschlossen auf der Seite unserer roten Gewerkschaften unsere Rechte durchsetzen und uns mit Stolz auch als Arbeiterkinder versehen haben können, weil wir gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben haben können, liebe Genossinnen und Genossen. Und auch gleichzeitig die Erfahrung mitnehmen, die Kehrseite der Medaillen. Verkauft zu werden an einen Multikonzern, an einen internationalen Konzern, der auf einmal die Spielregeln geändert hat, nämlich für sich. Der uns knallhart ausgespielt hat in der Standortlogik in den europäischen und außereuropäischen Werken. Völlig hilflos war man in Wahrheit, wenn wir nur uns gehabt haben, unsere Kraft, unser Protestieren, Streiks und vieles andere mehr. Aber in Wahrheit haben wir den Kürzeren gezogen.
weil es immer so war, dass wir auch international wieder erkennen müssen, und auch für das wirbe ich, wenn ich an die letzten Tage der Diskussionen denke, dass dort die Spielregeln eigentlich so sind, auch in dem europäischen Raum, dass nur immer die Konzerne und die Profite am längeren Hebel sitzen und wir Arbeiterinnen und Arbeitnehmerinnen weniger Rechte haben. Warum es so wichtig ist, dass wir auch international dort die Spielregeln, wo sie schlecht sind, für uns Arbeitnehmerinnen auch tatsächlich benennen und enden. So wie unsere Fraktion kämpft im Europaparlament mit all dem Herzblut, um aus 10 Lieferketten beschließen zu können, Mindeststandards für Lkw-Fahrerinnen endlich durchzusetzen. Aber was das für ein harter Kampf ist, liebe Genossinnen und Genossen. Und der zweite Punkt unseres Gründungsmoments war, und da müssen wir wieder zurück, dass es ganz klar ist, dass wir ein Gegenmodell sind. Offensiv, nicht nur hier auf dem Parteitag in rhetorischen Reden, sondern erkennbar auch für alle draußen, dass wir nicht weniger schlecht sind als das System, das herrscht, das vorherrschend ist, das sich so ausdrückt, dass sie uns immer wieder in all unserer Geschichte und auch jetzt zu Bittstellerinnen und Bittstellern machen, mit Almosen, mit Armutszahlungen. Denkt zurück an die Teuerung, nach 7 Monaten, 8 Monaten Hochinflation, auch Armutszahlungen und sagt alle schön Danke. Nein, wir sind ein offensives Gegenmodell. Wir gehen wieder zurück auf unser Gründungsmoment, wir kämpfen um Recht, die uns zustehen, liebe Genossinnen und Genossen. Und so sind wir keine Bittstellerinnen und Bittsteller. Wenn wir Seite an Seite mit unseren Gewerkschaften kämpfen, dass wir kollektivvertraglich die besten Lohnabschlüsse erkämpfen und dass wir nicht abhängig sind vom gesetzlich eingebetteten Gutwill der jeweiligen Regierungen. Wir kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen, darum, manchmal Monate, manchmal Wochen, Tage, Nächte lang durch, um jede einzelne Kommastelle hinter der ersten Zahl, wenn wir wissen, weil sonst verlieren wir unser Leben lang Geld. Deswegen wehren wir uns gegen Einmalzahlungen, so wie es diese Regierung jetzt mit uns gemacht haben. Deswegen stecken wir unser Herzblut hinein, stärken wir die Gemeinschaft, die Gewerkschaften, Gewerkschaft und Partei, Partei und Gewerkschaft. Das ist ein Herzblut, liebe Genossinnen und Genossen, wenn es um höhere Löhne geht. Und auch im selben. Und wir sind ja keine Bittstellerinnen und Bittsteller, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen, weil sie uns zusteht. Weil wir immer gesagt haben, dass ein Stück des technischen Fortschritts, ein Stück der Produktivkräfteentwicklungen, ein Stück der Arbeitsproduktivität, ein Stück der Gewinnkurven, die so hinaufgehen, während die Reallöhne so dahinflattern, ein Stück weit auch den Menschen zukommen zu lassen. Deswegen kämpfen wir seit unserem Gründungsmoment so stark mit all unserer Kraft für eine Verkürzung der Arbeitszeit, immer wieder bei vollem Lohnausgleich, weil es uns zusteht, liebe Genossinnen und Genossen. Und immer haben sie uns gesagt, das geht nicht, das ist unrealistisch. Auch in den 30er Jahren, in den 70er Jahren, wo wir das Stück um Stück auf 5 Jahre vorbereitet haben, mit einem Generalkollektivvertrag und auch politisch, haben sie uns gesagt, alles wird kollabieren, gar nichts wird gehen und vieles andere. Die Arbeitsproduktivität hat sich verdoppelt und wir haben nicht einmal einen kleinen Anteil gekriegt von diesen letzten 50 Jahren, was die Arbeitszeitverkürzung anbelangt. Und das holen wir uns jetzt zurück, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind ja keine Bittstellerinnen und Bittsteller, wenn wir Seite an Seite mit unseren Frauenorganisationen endlich Viere kommen, nach Jahrzehnten, dass man gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit umsetzt. Liebe Genossinnen und Genossen, endlich Viere zu kommen. Eine der größten Respektlosigkeiten, die es in der Arbeitswelt heute in Österreich noch gibt. Im öffentlichen Dienst haben wir einiges umsetzen können, was die Ungleichheit der Löhne anbelangt hat. Aber ich habe selber die Erfahrung gemacht und ich habe es in den letzten Wochen auch auf der Tour öfters erzählt, eine ganz persönliche Erfahrung, die ich mitgenommen habe, auch in der Schicht, auch in der Fabrik, wo wir gearbeitet haben. Meine Kollegin Seite an Seite mit mir. Über Monate hinweg, auch im Sommer in einer Mineralwasserfirma, Tagschicht, Nachtschicht, Wochenende fahren, wer einfach produziert hat werden müssen.
Und ich habe erlebt, wie wir im Akkord gestanden sind. Und wenn die Maschine auf Störung gegangen sind, dann haben wir müssen beide hineinkriechen. Je nachdem, wer näher dran war, hat müssen die Störung in der Maschine beheben, quittieren und dann ist wieder weitergegangen im Akkord. Und wir haben Tagschicht und Nachtschicht, Wochen für Monate dieselbe Arbeit gemacht. Auch im Akkord die schwere körperlich gleiche Arbeit gemacht, die schweren Leimkübel zart, die Glasbruchcontainer unter die Anhängerförderbändel durchgezahlt. Und wisst, was die Frechheit und die Respektlosigkeit war? Sie hat am Monatsende 30% weniger Lohn gehabt, liebe Genossinnen und Genossen. Und das müssen wir endgültig in Österreich beseitigen. Deswegen fordern wir... liebe Genossinnen und Genossen, deswegen fordern wir jetzt ganz konkret, wie man das auch umsetzen kann. Nämlich sofort mit einer gesetzlichen verpflichteten Lohntransparenz und so straffen, dass wir diesen Punkt der Geschichte endlich überwinden, liebe Genossinnen und Genossen. Hauptforderung der Sozialdemokratie. Und wenn ich über Arbeitszeitverkürzung vorher gesprochen habe, dann denkt man noch über die ganzen Bereiche. Auch Politik von unten gedacht, von unten hast von unseren Leuten aus gedacht. Was geht's in der Pflege? Da bin ich mit vielen Punkten im Gesundheitswesen und in der Pflege sicherlich mit dem Hans-Peter in großen Zügen einig. Können wir sie alles ganz genau ausdiskutieren, wird kein großes Blatt dazwischen passen, dass es einen Anspruch gibt auf Gesundheitsversorgung. Aber wichtig ist, dass wir es denken auch aus der Sicht unserer Beschäftigten dort. Dass wir das nie vergessen. Warum haben wir in unserem Modell ausgerechnet 4.000 bis 7.000 Leute, die wir jedes Jahr ausbilden müssten in der Pflege? Warum gibt es so einen Mangel dort? Weil die Arbeitsbedingungen nicht passen, liebe Genossinnen und Genossen. Denkt einmal dran, was Pflegerinnen und Pfleger leisten. Nicht nur körperlich, weil sie gut fachlich ausgebildet sind. Was die für psychologische Belastung haben. Dass die oftmals seit noch Monaten ausbrennt sind, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie in den Krankenstand gehen, am Wochenende keinen Dienst machen können, weil die Kollegin wieder einspringen muss, weil sie in einer Stechuhrpflege in einem System drinnen ist. Sozialdemokratie heißt, von unten zu denken, die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, Verkürzung der Arbeitszeit, bessere Personalquoten, dann wird es auch kein Mangelberuf mehr sein, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir über das Recht sprechen auf Gesundheitsversorgung, und sicherlich beide dieselbe Analyse haben, dass es mehr Ärztinnen und Ärzte brauchen, dass wir einen Termin brauchen, eine Garantie auf einen Termin, wenn wir krank sind, dass wir nicht anrufen müssen und sagen, es gibt erst in 2 Monaten einen Termin und ihr kennt den Satz, was man dann sagt. Können Sie mich vielleicht bitte einschieben, wann wir ausfällt? Wir kennen doch diesen Satz. Da müssen wir weg. Wir müssen einen Zugang haben, dass er jeder Garantie hat auf die beste medizinische und kostenlose Grundversicherung. Liebe Genossinnen und Genossen, aber ich mag es noch um einen Punkt erweitern. Wenn wir um dieses Recht sprechen, dann müssen wir Tag für Tag mit all unserer Kraft auf den Tisch hauen. Wenn es darum geht, dass wir sich unsere Organisationen zurückholen, die Krankenkassen, wo jetzt die Arbeitgeber die Mehrheiten haben, die genau diese Rechte blockieren, so arbeiten im Organisation. Jeden Tag zurück, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich mag als Sozialdemokrat, von einem Menschenbild heraus noch einmal ganz klar einen Bereich ansprechen. Nämlich, dass auch Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter keine Bittstellerinnen und Bittsteller sind, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die Generation, die mit meinem Opa schon, auch mit meinem Vater, an der Werkbank gestanden sind in der Semperit. Es ist die Generation, die mit mir gemeinsam in der Schule war, am Nachmittag dann Basketball oder Fußball auf den öffentlichen Plätzen gespielt haben. Es ist die Generation, die mit meiner Tochter schon im Kindergarten und jetzt in der Schule ist. Und das sind nicht die Leute da draußen, über die wir reden, das sind unsere Leute, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen kämpfen wir auch, dass sie endlich ein Stück weit auch Mitbestimmungsrechte haben in Ihrem Land, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen die Forderung auch nach Mitbestimmung, was auch das Wahlrecht anbelangt, für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Aber auch zu der Arbeitsmigration braucht die Sozialdemokratie eine klare Positionierung. Nämlich erstens anzuerkennen, volkswirtschaftlich natürlich erwiesen, wir brauchen Arbeitsmigration. Jeder, der da heute rausgehen würde aus dem Design Center und mit offenen Augen durch die Stadt gehen würde und durchs Land fährt, weiß, dass wir in allen Bereichen Arbeitsmigration brauchen, volkswirtschaftlich. Sonst wären wir in einigen Monaten erledigt. Nicht nur, wie wir es oft hören, in den gut qualifizierten Bereichen, auch in nicht so gut qualifizierten Bereichen. Hört euch an, denkt nach, geht raus in den offenen Augen, schaut rein in die erste Gastronomie, in die ersten Hotelbetriebe, wer die sind, die
Mixture waschen? Wer sind die in der Grundgesundheitsversorgung? Wer sind die in der Reinigung? Wer sind die in der Schwerindustrie? Und wir müssen eines dazu sagen, wir müssen die Bedingungen allerdings dafür setzen, wenn wir dieses Bekenntnis haben, gemeinsam alle miteinander, dass Arbeitsmigration und Arbeitsmigrantinnen nicht dazu ausgenutzt werden, dass sie lohn- und sozialdämpfend eingesetzt werden gegenüber den Leuten, die jetzt schon da arbeiten. Auf die müssen wir auch schauen, liebe Genossinnen und Genossen. Und so klar, liebe Genossinnen, ist die Diskussion rund um die Arbeitsmigration sozialdemokratischer Natur. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, wo ich weiß, dass wir da noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, aber der eine ganz wichtige Frage ist, ob wir auf der Höhe der Zeit, ob wir eine moderne Sozialdemokratie sind. Nämlich, dass wir auch keine Bittstellerinnen und Bittsteller sind. Wenn wir Seite an Seite mit all den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit all den Aktivistinnen und Aktivisten alles tun, höchste Priorität im Kampf gegen die Erderhitzung setzen, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist nicht nur eine ökologische Katastrophe, was da passiert, wenn wir wissen, dass die Kipppunkte bereits einige davon überschritten sind. Wo wir wissen, dass wir nicht, wenn wir 2030, 2040 zusammensitzen und dann ein größeres Bewusstsein gewonnen hätten, dass man das wieder reparieren kann. Das sind Kipppunkte. Kipppunkte heißt nicht mehr reparabel. Das heißt, wir müssen jetzt volle Priorität auf diesen Rechtsanspruch auf einen intakten Planeten aus Sozialdemokrat sehen. Und wir müssen auch erkennen und für das Werbe, dass das auch ein zutiefst ureigenster sozialdemokratischer Verteilungskampf ist, dieser Kampf gegen die Erderhitzung. Liebe Genossinnen und Genossen, die reichsten 10% dieser Welt blasen die Hälfte aller Emissionen in die Luft. Das muss uns immer klar sein. Es ist eine knallharte Verteilungsfrage und ein Kampf um soziale Gerechtigkeit. Und ich mag es auch wirklich ein bisschen überspitzen, damit man ein Gefühl dafür kriegt. In der Überspitzung, zugegebenerweise. Ihr werdet es nicht glauben am Schluss, wenn das alles so weiterkippt, wie wir es jetzt erleben. Dass diese Superrechten genau dieselben, die ich vorher aufgezählt habe. Dass die nicht am Schluss noch immer die Klimaanlage rennen. Dass sie nicht am Schluss noch immer die kalten Getränke rausziehen aus ihren Eiskästen. Dass sie nicht immer noch ihre Hallenbäder betreiben, ihre Privatjetflüge veranstalten, während gleichzeitig zig Millionen Menschen auch heute schon auf der Flucht sind, weil sie nicht mehr anbauen können, weil es kein Wasser mehr gibt. Weil wir sehen, dass unsere Genossinnen und Genossen in anderen Ländern heute jeden Tag harte Kämpfe um ihr eigenes Trinkwasser führen, weil es privatisiert wird und sie nicht einmal mein Recht haben auf ihr eigenes Trinkwasser. Wir sehen auch, was das bei uns heißt, in dem, genau demselben Bereich, wenn wir sehen, dass wir schneearme Winter haben in unseren Quellenschutzgebieten, wenn wir sehen, wenn wir anfangen, jetzt schon Grundstücke auch im öffentlichen Auftrag erwerben zu wollen, dass auf einmal schon im Privaten da sind, dort, wo es Bohrungen gibt für Wasser, weil sie wissen, wenn es knapp wird, liebe Genossinnen und Genossen, dieses Gut, dann kann man ein Geschäft draus machen. Diese Kämpfe werden auch hier bald ankommen und begreifen wir das als zutiefst sozialdemokratischen Gerechtigkeits- und Verteilungskampf, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir sind ja keine Bittstellerinnen und Bittsteller. Wenn wir das, was uns die letzten Monate auch politisch so bestimmt hat, wenn wir einfordern, dass wir wirksame und strukturierte Maßnahmen gegen die Teuerung brauchen, bei einer Regierung, die 17 Monate zuschaut, überhaupt nichts auf die Reihe bringt, eigentlich die Teuerung negiert und, wie ich es vorher gesagt habe, unser einziges Mal eine symbolische Anerkennungsprämie übergeben hat mit einer Einmalzahlung. Und gleichzeitig als Sozialdemokratie haben wir die Fähigkeit, auch zu erkennen, was dahinter steckt. Isabel Weber hat es festgestellt, bei einer der führenden Ökonominnen, dass wir wissen und auch gesichert haben, dass diese Inflation zusätzlich noch ganz stark befeuert wird durch eine Gier. Nämlich durch die Gier der Konzerne, dass sie profitgetrieben ist und dass wir erkennen müssen, dass 70% der Inflation aus diesem Profitgiertreiben heraus auch zusätzlich noch mal schwerer gemacht wird. Wie unmoralisch ist es eigentlich, wenn die Konzerne hergängen in einer Situation, wo eh schon eine hohe Inflation ist, wo sie zusätzlich noch Übergewinne abschöpfen, die Situation ausnutzen für die Leute, wo wir gar nicht wissen, wie wir zu Rand kommen und zusätzlich auch noch ihre Gewinne maximieren. Deswegen fordern wir auch hier einen Eingriff in den radikalen Markt, der uns solche Schaden zufügt. Wir fordern, dass man Übergewinne sofort abschöpft. Da kann es ja gar keine Diskussion geben. Niemand darf einen Profit auf Kosten unserer Leute machen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir fordern eine Energiegrundsicherung
zum Einfahren. Wir fordern eine Bestrafung in Form von Leerstandsabgaben und wir wollen generell einen Bund, der Mietpreisdeckeln vorschreibt gesetzlich, liebe Genossinnen und Genossen, damit es ein Anrecht gibt auf leistbare Wohnungen. Und der letzte Bereich, den ich heute noch inhaltlich ansprechen kann, ist der Bereich, der mir und der Sozialdemokratie und vielen von uns so am Herzen liegt, dass auch Kinder keine Bittstellerinnen und Bittsteller in dieser Republik sind. Liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen uns auch so sehen, dass wir hier stellvertretend für andere stehen. Nicht nur für unsere über 140.000 Mitglieder als Delegierte, sondern genau für die, die jetzt eine Hilfe brauchen. Und wenn ich um die Hilfe appelliere, dann rede ich jetzt von 350.000 Kindern in Österreich. Juni 2023, heute, 350.000 Kinder. Jedes fünfte Kind, das in Armut lebt oder armutsgefährdet ist. Ein Zustand, den wir keine Sekunde hinnehmen dürfen, liebe Genossinnen und Genossen. Alles tun, jedes einzelne Kind rauszuholen. Jedes einzelne Kind. Wisst ihr, was das heißt? Eine Zahl, die man sich ja gar nicht vorstellen kann. 350.000 Kinder. Tendenz steigend. Die Hälfte davon lebt in Wohnungen, die oft feucht sind, die Schimpler sind. Haben wir wissenschaftlich erwiesen mit der letzten Studie. Wir wissen, dass wir es rausbringen können als Sozialdemokratie. Deswegen fordern wir auch diese Kindergrundsicherung. Wir wissen, was das in der Realität heißt. Überhaupt alle von euch, die kommunalpolitisch als Bürgermeisterinnen, als Gemeindevertreterinnen tätig sind. Was das heißt, wenn zum ersten Mal die Elternvereine auf uns zukommen und so kennst du nicht ein bisschen was zuschießen, damit alle Kinder auf dem Skikurs mitfahren können. Weil sonst müssten ein oder zwei in der Klasse daheim bleiben, weil wir es sich nicht leisten können. Was das heißt, beispielsweise, dass dann die Kinder angemeldet werden, schon langsam von den Vereinsaktivitäten, weil die Mitgliedsbeiträge so hoch sind oder in der Musikschule die Beiträge so hoch sind. Da rede ich noch gar nicht von einem Streichinstrument oder von Fußball oder Turnschuh oder sonstigen. Wenn wir wissen, was das heißt, wenn es dann losgeht, wenn sie sich von der Nachmittagsbetreuung dort überall, wo es was kostet, in die Bundesländer auch anfangen anzumelden und zuletzt dann auch noch entscheiden müssen, ob sie ihre Wohnung nicht verlieren wollen, ob sie das Gas und den Strom noch weiter zahlen können, ob die Kinder nicht doch ab und zu auf ein warmes Essen verzichten können, weil das ja auch viel Geld kostet über das Jahr. Und deswegen ist diese Forderung so wichtig, die man artikuliert und dass so auch nachvollzogen wird, um was es geht, wenn man Kinder rausholen will. Dass wir jedem Kind zumindest einmal, und das ab sofort, so wie es die Stadt Wien jetzt gemacht hat, und ich danke euch sehr dafür, jedem Kind einmal am Tag ein warmes und ein gesundes Essen zu garantieren, das ist das Mindeste, was wir machen können. Das Mindeste. Und ich sag's euch, und ich gehe heute nicht ein auf die Debatte, wo wir uns wahrscheinlich finden werden. Als Sozialdemokratie, wo wir sie alle miteinander finden wollen, was die Nachmittagsbetreuung und gratis und vieles andere. Brauchen wir nicht ausdiskutieren, werden wir uns alle unter einem Dach der Sozialdemokratie finden. Aber was mir geht, ist der Zugang, den wir haben als Sozialdemokratie. Was wir wieder spüren müssen, was uns einzigartig macht in der Sozialdemokratie, dass wir das immer aus der Kindersicht herausdenken. Kinder haben ein Recht auf ein besseres Leben. Kinder, sie selber haben ein Recht herauszukommen. Kinder haben ein Recht, die eigene Lebensperspektive zu entwickeln. Allen Kindern alle Rechte, liebe Genossinnen und Genossen. Allen Kindern alle Rechte. Das ist das, was Sozialdemokratie unterscheidbar macht. Das ist das, für was wir als Sozialdemokratie brennen. Und das müssen wir alles garantieren und auch nach außen spürbar machen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir das alles umsetzen wollen oder diese paar Punkte in diesen paar Bereichen, die ich noch ansprechen habe können, inhaltlich, dann müssen wir auch darüber reden, wie wir es finanzieren. Und wir haben eine gute Idee, wie wir das finanzieren. Wir wollen eine Steuerpolitik, die wirklich steuert. Wir wollen tatsächlich eine Grundbedingung in Zukunft verwirklichen. Es kann nur mehr eine gerechte Vermögensbesteuerung geben. Es führt kein Weg vorbei, ein Stück mehr Gerechtigkeit in diesem Land einzuführen. 96% der Haushalte profitieren. 96.
Da redet man nicht nur von der Mindestpensionistin. Da redet man nicht nur von armutsgefährdeten Kindern. Da redet man auch von Leuten, die Angestelltenkarriere gemacht haben. Keine Selbstständige, Gewerbetreibende. 96% der Haushalte profitieren, wenn man nur 4% der Haushalte der Superreichsten eine gewisse kleine defensive Vermögensbesteuerung umhängt. Und ich sage euch was, ich werde auch immer diese Frage zurückweisen, die sofort uns gestellt werden. Wurscht, wo wir reden, auch in Diskussionen in öffentlichen, wo wir in einem Fernsehstudio sitzen oder so, die Frage: Ja, wie soll denn das finanziert werden? Wer soll denn das zahlen? Diese Frage gehört zurückgewiesen. Diese Frage wird nämlich nie gestellt, wenn man nachdenkt über die 40 Milliarden Corona-Subventionen, wo kein Mensch gefragt hat, was sind die Kriterien. Sie ist nie gestellt worden bei den Geschenken an die steuerpolitischen Geschenke, wie wir die Kosten auch schon wieder um 2% gekürzt haben. Über 2 Jahre lang ein reines Steuergeschenk, 1,9 Milliarden Euro, wenn wir das nur zurücknehmen. Kein Mensch hat uns gefragt, zahlen das eh wir. Wir sind die, die das zahlen. Und jedes Mal, wenn wir was machen wollen, für ein warmes Essen für Kinder, für Mindestpensionisten, für jede schlaflose Nacht weniger, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Gleichstellung der Frauen, jedes Mal dann fragen sie uns, wer das zahlen soll. Diese Frage weisen wir zurück, die ist unmoralisch. Liebe Genossinnen und Genossen. Und es sind 5 Milliarden Euro in unserem Modell. 5 Milliarden Euro. Rechnet sich die Zahl immer um in Essen, Gleichstellungspolitik, in allen Maßnahmen, ökologischen. Aber ich kann euch sagen, wie man die Frage noch offensiver stellen könnte. Wenn wir eh sagen, es ist eh sehr defensiv, weil wir in Wahrheit immer nur ein Stück des Vermögenszuwachses angreifen. Die Offensive und in Wahrheit die sozialdemokratische Frage, die können Sie auch gern gestellt haben. Nämlich, wo kommt eigentlich euer Vermögen her, wenn wir reden über gerechte Löhne, wenn wir reden über Frauengleichstellung, wenn wir reden über die Garantie auf Gesundheitsversorgung. Dort liegt ja das Vermögen begründet. Aber wir wollen eh nur ein bisschen des Vermögenszuwachs begrenzen. Und liebe Genossinnen, ich kann euch eins versprechen. In dem Moment, wo ich Verantwortung von euch übertragen kriege, Koalitionsgespräche zu führen, wird die Vermögensbesteuerung, die gerechte Vermögensbesteuerung, eine Koalitionsbedingung sein, weil sonst können wir ja gar nichts umsetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn ich jetzt einige Punkte erzählt habe von einem Programm, was mit klarer Kante und mit authentischer Programmatik zu tun hat, dann hört man oft, ja, Andi, alles schön und gut, alles klassisch sozialdemokratisch, aber das ist ja was für Träumer. Wir sind also Träumer, wenn wir das alles umsetzen wollen. Wir sind also Träumer, wenn wir Kinder aus der Armut holen wollen. Wir sind also Träumer, wenn wir Kinder, wie wir es jetzt in der Stadt gemacht haben, in der großen, ein warmes Essen garantieren wollen. Wir sind also Träumer, wenn wir für Frauengleichstellung und gleichen Lohn für gleiche wertige Arbeit einstellen. Wir sind Träumer, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen. Wir sind Träumer, wenn wir leistbaren Wohnraum garantieren wollen und ein Recht auf einen Ortstermin, machen. Dann sind wir Träumer. Aber dann sage ich euch was, wisst ihr, Träumer, das ist einfach nur ein anderes Wort für Sozialdemokrat, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind es, die immer schon aus Träumen die Wirklichkeit gemacht haben. War nicht auch der Gemeindebauer Luftschloss, bis wir ihn gebaut haben? War nicht auch der 8-Stunden-Tag eine Illusion, bis wir ihn durchgesetzt und erkämpft haben? War nicht auch die dritte, die vierte, die fünfte Urlaubswoche ein Hirngespinst, bis wir sie verwirklicht haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und genau dasselbe beim Mutterschutz, bei gratis Schulbüchern. All das war es nicht vom Himmel gefallen, liebe Genossen. Das sind alles Dinge, die wir zuerst erträumt, dann in unsere Programmatik gebracht und dann umgesetzt und erkämpft haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und das und so funktioniert Sozialdemokratie. Und, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen auch wieder Wahlen gewinnen. Und wie viele oder die meisten von euch wissen, bin ja leidenschaftlicher Fußballanhänger. Ich mache jetzt keinen zusätzlichen Graben auf, dass ich sage, welche Vereine das sind. Aber
Mir fällt an dieser Stelle immer wieder der Johan Cruyff ein, Holländer. Der Prophet des modernen Angriffsfußballs, wenn ich so sagen darf. Und der Cruyff hat Folgendes gesagt, und das ist ein guter Satz auch für uns in der Leitlinie. Wenn wir den Ball haben, dann schießt der Gegner kein Tor. Und umgewandelt, dieses Konzept umgewandelt auf die Politik hast, solange wir auch über Asyl, über Balkanrouten, über Ausländer reden, dann schießt die FPÖ die Tore. Reden wir allerdings über Gerechtigkeit, über Respekt und Solidarität, liebe Genossinnen und Genossen, dann gewinnen wir das Match. Und so funktioniert Sozialdemokratie. Und dass man Wahlen gewinnen kann, wenn man den Ball führt und offensive sozialdemokratische Politik macht, das zeigen auch wir in unserer Stadt, in Dreiskirchen, wo die Lage eigentlich gar nicht besser sein könnte für die FPÖ, die Ausgangslage für Wahlkämpfe. Mit dem größten Flüchtlingslager in Österreich, wo direkt mit Flüchtenden oft gespielt wird, manchmal Bilder produziert und ganz bewusst Zustände produziert werden, die sich gar nicht vorstellen können. Erst im letzten halben Jahr im Zuge der Landtagswahl, wo man beschlossen hat, aus einem politischen Kalkül heraus, dass man das Thema hochfahren will. Dass meine Leute gestanden sind, Tag für Tag und Nacht für Nacht 800 Obdachlose in dieser Zeit versorgt, die wir versorgt haben, obwohl es eigentlich Bundesaufgabe wäre. Wo wir gesehen haben, wie die Kinder, wo ich euch alle aufgerufen habe, damals uns zu helfen und vielen Dank an alle, in alle Bundesländer, die sich daran beteiligt haben, dass sie nicht einmal mehr Schuhe gehabt haben für die kleinsten Kinder, Winterschuhe, Winterjacken. Wo wir gesehen haben, was für Kraft Solidarität hast. Wenn wir nicht wegschauen, wenn wir nicht nur sagen, das ist ein Skandal, sondern wenn wir dort gestanden sind miteinander und geholfen haben, liebe Genossinnen und Genossen, und das machen wir auch weiterhin. Und lasst mich noch was dazu sagen. Und wir haben uns nie verleiten lassen, dass wir irgendwie mal anfangen, unseren Zorn, unsere Wut über all diese Situationen und bewusst produzierten Zustände, dass wir die nie gelenkt haben gegenüber den Menschen, die mit dem Plastiksackel bei uns angekommen sind. Ein No-Go. Wir haben sie gelenkt gegen die Leute, die diese politischen Zustände zu verantworten gehabt haben in Wien. Und ich kann euch sagen, ich habe 8 Innenminister mittlerweile schon verbraucht in meiner Amtszeit als Bürgermeister. Ich habe noch jedes Mal diese Situation und diese Auseinandersetzung auch moralisch und politisch gewonnen, auch wenn es länger gedauert hat, liebe Genossinnen und Genossen. Und wisst ihr, was dieses Ballführen auch heißt in unserer Stadt? Dass es auch für uns keinen Widerspruch des Helfens gibt und der auch nicht von außen herein konstruierbar ist. Den gibt es einfach nicht. Weil wir helfen an jeden in Dreiskirchen, nicht nur Flüchtenden, wenn sie es brauchen, sondern wir helfen an jeder Mindestpensionistin, an jeder Alleinerziehenden, an jedem arbeitsgefährdeten Kind und überhaupt an jeden, der Unterstützung braucht. Und diesen Widerspruch des Helfens, den haben wir beseitigt in Dreiskirchen, ein Teil unseres Erfolgskonzepts, liebe Genossinnen und Genossen. Sozialdemokratie an der Seite der Menschen, woher sie kommen, ist zweitrangig. Ob sie Hilfe brauchen oder nicht, ist das erste Ziel unserer Bewertung, liebe Genossinnen und Genossen. Und eins sage ich noch dazu, weil es mir wichtig ist. Wenn man sich ab und zu genieren, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man muss man taktieren in vielen diesen Fragen. Ich sage euch noch was ganz aus einer persönlichen Zugangserfahrung heraus, die viele von euch vielleicht nachvollziehen können. Und denkt das vielleicht ein bisschen weiter, nicht nur, aber auch bei flüchtenden Menschen. Aber nicht nur, sondern überhaupt und generell. Wie pervers ist es eigentlich? Bei den Werten, wo wir uns freuen würden, wenn das unsere Tochtergeneration, unsere Kinder, unsere Enkelkinder übernehmen würden. Nämlich Werte wie Solidarität, Nächstenliebe, jemanden aufzuhelfen, wenn er vom Parkbankel runterkugelt, wenn man jemanden die Hand reicht, wenn er ertrinkt und nicht sie wegzieht und wenn man jemanden aufhilft, wenn er stolpert und nicht wegzuschauen. Wenn man auf diese Werte, die uns persönlich so wichtig sind, die uns stolz machen, wie pervers ist es, dass wir uns das nicht zum Grundprinzip der Politik machen, liebe Genossinnen und Genossen. Und das im ganzen Land. Und jetzt kommt die wichtigste Erkenntnis. Mit so einer offensiven sozialdemokratischen Politik, mit dieser Philosophie nach dem Johann Cruyff den Ball zu führen, auch in unserer Stadt, genau mit dieser Politik, offensiv niemanden zurückzulassen, alle Bereiche zu durchdringen,
und trotz dieser Ausgangslage für die FPÖ gewinnen wir die Wahlen. Über 70% für die Sozialdemokratie und die FPÖ, die ist bei uns einstellig, liebe Genossinnen und Genossen. Das, was wir sich für das ganze Land wünschen, wo sie hingehören, liebe Genossen. Und so offensiv müssen wir auch allgemein die Auseinandersetzung mit den Freiheitlichen führen. Wir haben immer gesehen, alle, die glauben in diesem Land, sie müssen einfach ein bisschen nach rechts blinken, müssen auch ein bisschen die Ausländerkarten ziehen, die haben schon damals den Haider mit groß gemacht. Sie haben damals auch den Strache mit groß gemacht und sie machen jetzt auch den Kickl groß. Und wir zeigen, wie das anders geht. Nämlich, dass wir klar machen, dass es für niemanden von denjenigen Menschen, die das betrifft, die auch schon mal FPÖ gewählt haben oder Nichtwählerinnen waren, sondern aber vor allem einmal FPÖ gewählt haben, dass es für ihn und für sie nichts bringt, keinen einzigen Cent mehr Lohn gibt, keine einzige schlaflose Nacht weniger gibt, wenn man Angst hat, die Wohnung aufgrund der Teuerung zu verlieren und kein einzig warmes Essen für sein oder ihr Kind mehr gibt, wenn sie glauben, sie müssen auch oben treten, sondern wir müssen ein Angebot sein, dass sie mit uns gemeinsam auch nach oben auf dieses System treten und dass sie nicht auf diejenigen horchen, die 100-mal die Balkanrouten schließen. Und wir stehen aber erst am Anfang einer großen Auseinandersetzung, auf die ich mich auch sehr freue, mit einer motivierten Sozialdemokratie, die heute hier herausgeht aus diesem Parteitag in Linz. Aber ich möchte es auch ganz klar formulieren, wenn wir immer sprechen über die Situation. Unser Ziel als Sozialdemokratie in Österreich muss immer sein, die unangefochtene Nummer 1 in Wahlauseinandersetzungen zu werden und nicht nur sie zu freuen, um ein +2 oder -2% in Umfragen machen. Unser Ziel ist die unangefochtene Nummer 1 in diesem Land, liebe Genossinnen und Genossen. Es kann nicht, wie schwierig wird es sein, warum sie immer überlegen eigentlich, wie das sein wird, wenn eine neue, eine linke, eine sechste Partei dann noch ins Parlament einziehen sollte. Wie schwierig dann alles wird. Wie schwierig 4 Parteienkoalitionen irgendwie zu verhandeln sind. Nein, wir müssen so stark sein in der Auseinandersetzung, so klar die Nummer 1, dass sie die anderen für uns koalitionsfähig machen müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist unser Ziel und unser Zugang. Wir definieren uns über unsere Stärke und nicht über die anderen. Und liebe Genossinnen und Genossen, was haben wir in den letzten 3 Monaten alles miteinander erleben dürfen? Was haben wir alles gesehen, was alles auf einmal möglich ist in der alten Tante, im alten Onkel der SPÖ? Was war da auf einmal für Bewegung spürbar in diesen letzten 10,5 Wochen? 10.000 Menschen, die neu beigetreten sind. Unmöglich, vor 3,5 Monaten hätte es gar keiner für möglich gehalten. Wir sind alle zusammengesessen in die Landesorganisationen, Bezirksorganisationen, Ortssektionen, Stadtparteien und haben uns über Jahrzehnte eigentlich natürlich zu Recht darüber beklagt, dass wir immer schwächer geworden sind, dass wir Mitglieder verloren haben. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil. Wir haben ausgelöst, mit unseren Wahlbewegungen, mit unserem Auftreten einen frischen Wind reinzubringen. Herzlich willkommen an jeden an den Bildschirmen im Livestream, der neu in unsere Sozialdemokratie gekommen ist. Ihr seid genau richtig. Es ist eure Partei, liebe Genossen. Genossinnen und Genossen. Wie schön ist das eigentlich? Und wisst ihr, auch in meiner Tour, die ich gemeinsam mit einem großartigen Team fahren habe dürfen, wo sie die Leute freigenommen haben, mit mir durch die Lande zu touren. Und wir haben viel Spaß auch gehabt miteinander. War eine wunderschöne Stimmung einmal, die wir in der Sozialdemokratie miteinander erleben durften. Aber wisst ihr, was viele gesagt haben, die neu in die Sozialdemokratie gekommen sind? Und auch viele, die wieder in die Sozialdemokratie zurückgekommen sind. Und auch viele, die schon jahrzehntelang Mitglied sind. Dass sie zum ersten Mal spüren, dass sie nicht kommen wegen irgendeinem Kandidaten. Ja, vielleicht auch, aber es geht ja noch mehr. Sie sind gekommen, weil sie wieder sehen, dass die Sozialdemokratie ganz konkret mit ihrem persönlichen Leben was zu tun hat. Mit dem Leben ihrer Tochter, ihres Sohnes. Dass sie deswegen andocken an die Sozialdemokratie, weil sie für uns, für mehr Gerechtigkeit kämpfen und uns das zutrauen, mit dieser Bewegung, mit diesem Drive, mit dieser Leidenschaft. Freuen wir uns über diese Bewegung der letzten 10,5 Wochen, liebe Genossinnen und Genossen. Und
Dann haben wir eine Erkenntnis gewonnen, dass 107.000 Menschen teilgenommen haben, der Einladung gefolgt sind, über wichtige Fragen auch abzustimmen. Wie wir gesehen haben, vielleicht haben wir es unterschätzt ein bisschen, dass unsere Mitglieder tatsächlich auch ein Interesse haben, mitzugestalten. Haben viele unterschätzt, aber jetzt haben wir den Beweis, über 72% Teilnahme an einer Mitgliederbefragung. Das ist ein gutes Zeichen für uns, dass unsere Mitglieder sich nicht entfremdet haben von dem Funktionärskasten und von dem Funktionärsdasein, sondern dass sie mit uns gemeinsam auch bereit sind, einen Weg zu gehen, der auch Mitbestimmung hast in vielen Bereichen. Vielen Dank an jeden und jede Einzelne, egal was sie gewählt haben, dass sie dieses Zeichen in der Sozialdemokratie verwirklicht habt, liebe Genossinnen und Genossen. Und liebe Evi, ich komme schon zum Schluss der Ausführungen. Wie stark war das eigentlich auch, was wir geschafft haben? Dass es auf einmal in den letzten 10 Wochen uns gemeinsam gelungen ist, den Diskurs völlig zu verschieben in der öffentlichen Berichterstattung. Dass wir auf einmal über rote Themen geredet haben. Dass wir über die Modelle gesprochen haben, was es heißt, Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitnehmerinnen, von all unseren Leuten durchzusetzen. Dass es um Modelle gegangen ist, dass es nicht gegangen ist, um 100. Mal die Balkanroute, irgendwelche Grenzzäune zu besichtigen, irgendwo weiter die Festung Europas aufzubauen, die in Wahrheit dann eh immer als Ruinen in der Geschichte überbleiben. Aber dass wir geredet haben über rote Themen. Was für Erfolg, liebe Genossinnen und Genossen, weil das auch den öffentlichen Diskurs allgemein bestimmt hat, dass wir das nach vielen Jahren wieder geschafft haben, rote Themen, die in der Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gestanden sind und ein Riesenerfolg unserer letzten 10,5 Wochen, liebe Genossinnen und Genossen. Jetzt ist es soweit. Jetzt beginnt der Aufbruch in eine neue Zeit. Dazu brauchen wir euch alle miteinander. Euch alle. Jede einzelne Ortssektion, jede Stadtpartei, jede Bezirksorganisation, jede Gemeindeorganisation. Vom Mühlviertel bis zum Neusiedlersee und vom Bodensee bis nach Wien. Wir brauchen euch alle, um gemeinsam mit großer Stärke in die neue Sozialdemokratie zu gehen, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt übernehmen wir alle als Genossen, als Delegierte hier. Als über 600 Delegierte übernehmen wir jetzt eine hohe Verantwortung abzustimmen für unsere über 140.000 Mitglieder. Eine hohe Aufgabe, die wir uns auch sehr bewusst sind und die wir auch im Sinne unserer Organisation, und da bin ich mir ganz sicher, auch entscheiden müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin bereit, mit euch gemeinsam diesen geeinten Weg in die Zukunft zu gehen und mit euch ein unglaubliches Comeback der Sozialdemokratie zu feiern. Eine Sozialdemokratie voller Stolz, voller Würde und vor allem eine Sozialdemokratie, die sich vor nichts und niemandem fürchtet, liebe Genossinnen und Genossen. Willy Brandt hat einmal gesagt, mehr Demokratie wagen. Und ich sage dazu, und das mit all meinem Herzblut und mit all meiner Leidenschaft, es ist an der Zeit, mehr Sozialdemokratie zu wagen, liebe Genossinnen und Genossen. Ein aufrichtiges Freundschaft und Glück auf. Tja, wer bis jetzt noch nicht mitbekommen hatte, wie unterschiedlich die beiden Kandidaten am SPÖ-Parteitag sind, der hat es wohl spätestens jetzt bemerkt.